Woher kannte er diesen Namen? Eigentlich war er ihm doch vollkommen fremd. Unsicher sah Itachi den jungen Mann an, der vor ihm stand, doch er war sich sehr sicher. Das war Izuna. Irgendwie war er mit ihm verwandt, obwohl sie sich noch nie im Leben gesehen hatten. Verstört rieb er sich über die Augen und konnte nicht ganz verstehen, was um ihn herum geschah. »Woher kenne ich dich?« murmelte er leise und atmete dabei tief durch. »Wir haben uns einmal gesehen, als ich schon mal hier war. Aber sonst kenne ich dich doch gar nicht. Und ich sollte auch deinen Namen nicht kennen.« Langsam wurde Itachi wütend. War er denn nur ein Spielball? War sein Bruder nicht mehr als ein Spielball für irgendwelche Idioten? Hatte sich hier ein ganzes Dorf vielleicht zusammengetan, um ihn und Sasuke in den Wahnsinn zu treiben? Dann musste er ihnen gratulieren, denn dann machten sie einen verdammt guten Job. Itachi fühlte sich durchaus, als wäre er kurz davor, den Verstand zu verlieren. Alles drehte sich und ging offenbar total durcheinander. War es doch ein Fehler, das alte Haus zu übernehmen? Itachi, es gab einst eine Zeit, da kannten wir uns sehr gut und waren Freunde. Du kannst dich daran nicht mehr erinnern und eigentlich sollte das auch so bleiben. Ich versuche, diese Hölle hier zu beschützen. Warum bist du hierher zurückgekommen? Du und Sasuke, ihr hättet niemals wieder herkommen dürfen, meinte Izuna leise und schluckte etwas. Traurig senkte er den Blick und strich sich den Kimono glatt. Man sah ihm deutlich an, wie unwohl er sich in dieser Situation fühlte und dass er am liebsten davongelaufen wäre. Doch nun stand er hier, Itachi gegenüber, der so viele Fragen an ihn hatte. »Kannst du es mir erklären?« murmelte der Uchiha leise, wirklich in der Hoffnung, endlich Antworten zu bekommen. »Das alles ist für mich mittlerweile zu viel und ich möchte meinen kleinen Bruder nicht noch mehr in Schwierigkeiten bringen. Er hat so viel miterleben müssen und das hier macht es nicht besser. Ist dieser Naruto gefährlich für ihn? Ich weiß es nicht. Aber ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei und komischerweise komme ich mir vor, als könnte ich dir vertrauen. Warum vertraue ich dir so sehr?« Noch mehr Fragen, die in ihm aufkamen. Man sah Izuna an, wie gerne er ihm alles erklärt hätte, doch irgendwas hielt ihn noch zurück und er seufzte schwer. »Itachi, ich verstehe, dass du viele Fragen hast und dass du viel wissen willst«, murmelte der junge Mann leise. »Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als dir alles zu erklären, aber ich kann es nicht.« Fragend sah Itachi ihn an, da er nicht verstand, was das sollte. »Aber warum denn nicht? Sasuke und ich, wir haben schon so viel gesehen, wie du selbst weißt. Wir haben so viel erlebt. Uns würde niemand glauben, was wir zu erzählen hätten. Sieh dir Sasori an, seine Existenz alleine würde uns niemals jemand glauben.« Izunas Blick glitt zu dem jungen Mann, der sich tatsächlich sehr zurückhielt, seine Ohren aber offen hielt und alles genau erfahren wollte. Ja, vielleicht war er neugierig und hätte sich raushalten sollen, aber er steckte doch genauso tief in dieser Sache drin. Wegen der Uchiha war auch er noch hier und nicht da, wo verstorbene Seelen normalerweise hingehörten. Tief atmete Izuna durch und er schüttelte leicht den Kopf. »Das geht einfach nicht«, flüsterte er leise. »Ich kann das noch nicht. Solange sich mein Bruder noch irgendwo versteckt und ich nicht weiß, wo er ist, kann ich nichts sagen. Man hat es mir verboten. Ich weiß nicht, wo Madara ist. Und ich will nicht, dass es ihm schlecht geht.« »Madara?« Irgendwie wollte Itachi das nun auch wieder nicht in den Kopf. Den Namen hatte er noch nie gehört. »Wer ist das?« murmelte er leise und wollte endlich mehr von Izuna erfahren. Dieser wurde etwas rot und schluckte schwer. »Mein Bruder«, murmelte er etwas und fuhr sich durch die Haare. »Wir hatten eine sehr enge Beziehung, wenn du verstehst. Deswegen hat man uns getrennt. Ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber er kam eines Abends zu mir und sagte, er müsste verschwinden. Er hat mir nie gesagt, wohin er gegangen ist. Ich weiß, dass er noch irgendwo hier ist. Dafür kenne ich meinen Bruder zu gut und er unterbrach sich selbst und biss sich auf die Lippe. Sasori ahnte, dass er diesen Satz vermutlich noch nie ausgesprochen hatte und daher übernahm er dies für ihn. »Ihr habt euch so sehr geliebt, dass ihr euch niemals sehr weit voneinander getrennt hättet?« flüsterte er leise, und Izuna zuckte wie unter Schlägen zusammen. Sofort schossen ihm die Tränen in die Augen und er rieb sich über die bleichen Wangen. »Das ist doch egal. Wir sind Brüder und ich spüre einfach, dass er noch hier ist. Ich finde ihn nur nicht und darum suche ich schon seit so vielen Jahren nach ihm, aber ich weiß nicht, wo er ist. Er kann nicht verschwunden sein. Er ist hier, bei mir. Ich spüre das.«
Zum Schluss flüsterte er fast wieder und seine Stimme zitterte. Sanft sah Itachi ihn an und atmete durch. »Mach dir keine Sorgen«, flüsterte er leise, und ein Lächeln huschte über seine Lippen. »Ich glaube, dass du hier die ganze Zeit auf ihn wartest und deswegen nicht sterben kannst.« »Das Tor zur Hölle, welches es offenbar geben soll, hilft dir dabei. Aber eigentlich willst du doch gar nicht sterben, oder?« Und damit schien er Izuna durchschaut zu haben. Dieser wurde hochrot um die Nase und nickte etwas. »Vermutlich nutze ich die Macht des Höllentors einfach nur für mich aus.« »Das ist falsch, nicht wahr?« »Und doch, ich habe es damals genutzt, als ich dich und Sasuke in eine neue Zeitlinie geschickt habe. Trotzdem lasst ihr euch nicht von hier vertreiben und das alles nur...« Sasori rollte etwas mit den Augen, grinste dabei aber von einem Ohr zum anderen. »Und das alles nur aus Liebe«, flötete er und musste dann doch lachen. »Ich dachte, ich erlebe hier einen wahrgewordenen Albtraum und stelle fest, dass ich in einer total kitschigen Romanze gelandet bin.« »Und er? Irgendwie war er derjenige, der alleine übrig blieb. Oder wie sah das aus?« »Das war sowas von unfair. Jeder fand hier seinen Traumprinzen und er stand alleine da. Manchmal war das Schicksal wirklich sowas von unfair.« Itachi war dagegen gar nicht zum Lachen, doch er fand die Situation auch fast niedlich. Wie Izuna vor ihnen stand, bekam er Mitleid mit ihm. Für ihn musste das ein Albtraum sein, die ganzen Jahre zu warten, immer in der Hoffnung, seinen Bruder wieder in die Arme schließen zu können und für die Gefühle, die sie hatten, nicht weiter verurteilt zu werden. »War es sehr schlimm damals?« murmelte er leise und Izuna hob den Blick. Seine Augen, deutlich gerötet, zeigten, wie sehr er mit seinen Gefühlen kämpfte. »Schlimm? Ich kann dir gar nicht sagen, was schlimmer war. In einen Mann verliebt zu sein oder in seinen eigenen Bruder? Wir haben uns angestrengt, dass uns niemand erwischt. Bis heute weiß ich nicht, wie die Ältesten der Familie dahinter gekommen sind. Du kannst dir nicht vorstellen, was diese Monster uns angetan haben. Ich erlebe viel von dem, was in der Welt dort draußen vor sich geht. Ich habe schon oft gesehen, wie normal es heute ist, als Mann einen Mann zu leben. Aber früher, als wir noch lebten, da war das ein Drama. Man hat uns verprügelt, verachtet, geschändet. Es war die Hölle. Und ich rede nicht von dem Tor. Die Menschheit kann ganz gut alleine die Hölle sein.« Sanft sah Itachi den jungen Mann an, ging zu ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Die plötzliche Berührung ließ Izuna zusammenzucken, doch das störte Itachi nicht wirklich. Sanft sah er Izuna an und er nickte leicht. »Mach dir keine Sorgen«, flüsterte er. »Es wird dich niemand mehr dafür verurteilen oder dir wehtun. Jetzt sind wir hier und wir werden dich beschützen, verstanden? Ich werde nicht zulassen, dass dir jemals wieder jemand wehtun kann. Deinen Bruder finden wir auch und ich hoffe, du findest dann endlich deinen Frieden. Die Zeit, in der du diesen Tempel und dieses Tor beschützt, sollte endlich ein Ende finden.« Erschöpft und dankbar sah Izuna ihm in die Augen. »Danke«, flüsterte er leise und ließ die Tränen, die er so lange zurückhielt, endlich laufen. Es fühlte sich an, als würde die Einsamkeit und die Trauer von Jahren endlich einen Weg aus ihm herausfinden. Und irgendwie fühlte Izuna sich etwas erleichtert. Egal wie wütend er am Anfang auch war, Itachi wiederzusehen, jetzt war er ihm dankbar dafür. Davon ahnten Naruto und Sasuke nichts. Vermutlich hätte es vieles verhindert, wenn die beiden einfach mit in den Tempel gegangen wären, doch das Schicksal wollte es nicht. Naruto fühlte sich so unwohl, dass er Sasuke bekniete, doch lieber wieder schon nach Hause zu gehen. Das hier war zu viel für ihn. Dieses Gefühl, die ganze Zeit über beobachtet zu werden, von Augen, die ihn verurteilten, wurde er einfach nicht los. Und darum flehte er Sasuke an, doch bitte schon zurückzukehren. Das hier war der Weg, der damals sein Unglück besiegelte. Auf dem Weg zurück zum Haus, nachdem Sasuke seinem Bruder eine SMS geschickt hatte, stellte er jedoch Fragen. »Naruto, wie war das damals?« murmelte er leise und sah sanft zu dem jungen Mann neben sich. »Du weißt, dass du von mir nichts verheimlichen musst. Ich möchte so viel von dir wissen, dich so viel mehr verstehen und ich denke, dass du dich langsam auch an mich erinnerst, oder? Deswegen wolltest du da weg, nicht wahr?« Unsicher zuckte Naruto mit den Schultern, doch dann nickte er leicht. Vielleicht war es doch einfacher, diese Last auf vier Schultern zu verteilen, als sie nur auf seinen eigenen zu tragen. Ich war damals noch sehr klein und niemand mochte mich so richtig, weil ich blond war. Es
klingt für dich vermutlich albern, aber blonde Menschen waren hier nicht sehr gern gesehen, murmelte er leise. Mein Vater war zwar sehr beliebt, aber für viele aus dem Dorf hatte er sich die falsche Frau ausgesucht. Aber meine Mom und mein Dad liebten sich über alles, und Dad liebte dieses Dorf. Er hätte alles für die Bewohner hier getan, murmelte er leise. Obwohl sie seinen eigenen Sohn nicht akzeptieren wollten, hatte er für jeden ein offenes Ohr. Doch dann wurde das Dorf angegriffen. Für einen kurzen Moment brach Naruto die Stimme weg und er atmete schwer durch, um wieder zu sich selbst zu finden. Sasuke beobachtete den jungen Mann und griff dann zärtlich nach seiner Hand, um ihm so zu zeigen, dass er nicht alleine war. »Ich bin bei dir«, murmelte er leise und drückte die kühle Hand in seiner. Diese Kühle machte dem Uchiha noch einmal klar, dass er die Hand eines Toten hielt, und das war irgendwie schon ein sehr seltsames Gefühl. Trotzdem war Naruto so nah, er wollte ihn nicht loslassen. Er wollte seine Hand festhalten und ihm so sagen, dass er niemals alleine war. Egal, ob ein ganzes Leben zwischen ihnen lag, er war für ihn da. Naruto wusste diese Geste durchaus zu schätzen und lächelte schüchtern zu Sasuke, ehe er den Mut fand, weiterzusprechen. Man sagte, es wäre eines dieser Monster, die aus dem Tor unter dem Tempel kamen. Er griff das Dorf an und zerstörte so viel. Weißt du, es war erschreckend. Es ging so viel kaputt und es verloren so viele ihr Leben. Ich höre bis heute noch die Schreie. Damals entschlossen sich die Ältesten der Uchiha, ein Kind zu suchen, in dessen Körper sie diesen Dämon verschließen konnten. Und natürlich wählten sie mich. Auf einmal war ich nicht mehr der ungeliebte Sohn, sondern der Retter des ganzen Dorfes. Mein Vater wollte es verhindern, aber er hatte keine Chance. Sie rissen mich aus seinen Armen und schleppten mich zum Tempel. Noch heute sehe ich die ganzen Leute dort stehen, im Wald, mit Masken, damit ich sie nicht erkenne. Sie waren alle da. Alle. Und jeder von ihnen dachte, ich würde das nicht überleben. Ich war noch ein Kind. Vielleicht 5 oder 6 Jahre alt. Wut kroch in Naruto hoch und er krallte sich so fest in Sasukes Hand, dass dieser tief Luft holen musste. Doch er wollte sich den Schmerz nicht anmerken lassen. Er wollte, dass Naruto endlich über die Schmerzen sprach und sie nicht weiter in sich verbarg. Es musste aus ihm raus, sonst würde es nie besser werden. Sie brachten mich in den Tempel und versiegelten dieses Monster in mir. Jeder dachte, ich würde sterben, sobald er in mir ist. Und mit mir sollte auch Kyuubi sterben, flüsterte er leise. Aber Kyuubi und ich starben nicht. Dieses Monster in mir tötete mich nicht. Natürlich nicht. Es hielt mich am Leben. Ansonsten hätte es selbst ja auch sterben müssen, aber er war schlauer und hielt mich am Leben. Ansonsten wäre ich von den Wunden während der Zeremonie bestimmt gestorben. Sasuke senkte den Blick. Er war wütend. Er war so verdammt wütend. Wie konnte man das einem Menschen antun? Wie konnte man das einem Kind antun? Naruto holte tief Luft und lächelte. Seither lebt er in mir. Seither ist Kyuubi ein Teil von mir und wenn ich wütend werde, dann kontrolliert er mich. Es ist, als würde er in einem Käfig stecken, aber trotzdem bekommt er manchmal so viel Macht über mich. Du hast erlebt, was da mit mir geschieht. Er wollte dich sogar töten. So weit wäre er gegangen. Und ich kann ihn da nicht kontrollieren. Er macht mir Angst. Und gleichzeitig hält er mich am Leben. Schweigend sah Sasuke auf den Boden, blieb dann stehen und zog den Jungen fest in seine Arme. Obwohl die beiden zusammen waren, hatte die Angst vor diesem Kyuubi ihn immer allein sein lassen. Die ganzen Jahre, in denen er nun schon in diesem Buch zu leben schien, war Naruto allein gewesen. Allein mit seinem schlimmsten Albtraum. Das musste einem doch zusetzen. Der junge Uchiha zitterte etwas, hielt Naruto aber fest in den Armen und streichelte über seinen Rücken. »Du bist nicht mehr alleine, hörst du? Ich bin bei dir«, flüsterte er beruhigend und spürte, wie ihm selbst Tränen in den Augen standen. Naruto war im ersten Moment erschrocken. Darüber, dass er sich an so viel erinnern konnte, und darüber, dass der Uchiha ihn einfach so in den Arm nahm. Doch er spürte genau, wie emotional Sasuke war und dass er offenbar tatsächlich mit ihm mitfühlte. Das fühlte sich einfach schön an. Das war einfach zu schön. Endlich war da jemand, der mit ihm mitfühlte und der ihm Nähe gab. Endlich war er nicht mehr alleine. Das war alles, was für Naruto in diesem Moment wichtig war. Und er war froh,
ihn bei sich zu haben. So geborgen wie jetzt hatte er sich schon seit so vielen Jahren nicht mehr gefühlt.